Mit der Vertragsunterzeichnung von Wirtschaft macht Schule ist die schon bestehende Zusammenarbeit von der Friedrich-Realschule in Durlach mit der Physikinstrumente GmbH und Co. KG nun offiziell. Es ist die Unterstützung für die Schüler, dass die Schüler schon frühzeitig auch mit Firmen in Kontakt kommen, auch mit praktischer Arbeit in Kontakt kommen. Ich denke, zwischenzeitlich wird es aber auch immer wichtiger für die Unternehmen, zu Zeiten des Fachkräftemangels auch wirklich gute, motivierte Schüler, mit denen rechtzeitig in Kontakt zu kommen, um dann auch wieder qualifiziert ausbilden zu können. Mit der Wirtschaft macht Schule-Initiative soll den Schülern auch die Wahl des Berufs erleichtert werden. Durch beispielsweise Praktika in verschiedenen Unternehmen können sie dann schon abwägen, ob dieser Beruf etwas für sie sein könnte oder nicht. Neben Praktika wird den Schülern im Rahmen von Wirtschaft macht Schule aber noch viel mehr angeboten. Wir bekommen von PI Unterstützung bei den Elternabenden, die Berufe werden vorgestellt. Unsere Schüler können bei PI auch mal die Werkstatt besichtigen. Schülerinnen unserer Schule, die bei der Girls Day Akademie sind, waren bei PI, haben dort löten gelernt, haben einen Eiffelturm gelötet zum Beispiel. Und wir haben eine ganz große Unterstützung für unsere Lego Mindstorms Arbeitsgemeinschaft bekommen. PI hat uns vor einem Jahr 4 Laptops geschenkt. Und diese Laptops werden jetzt von der Arbeitsgemeinschaft zum Programmieren der Lego-Roboter verwendet. Dass wir natürlich heute nochmal 6 Laptops geschenkt bekommen haben, finde ich ganz toll. Die Ausbildungssituation im Bereich der IHK Karlsruhe ist gut. Es ist sogar schon so, dass es mehr Ausbildungsplätze als Bewerber gibt. Trotzdem sollte auf einiges geachtet werden, wenn sich junge Menschen bei der PI für eine Ausbildung bewerben möchten. Das Wichtigste ist natürlich, dass die Leute Engagement mitbringen für das, was sie als Beruf ausüben wollen. Dass sie es nicht nur als Job sehen, sondern wirklich Engagement mitbringen, so wie wir das heute hier gesehen haben. Dann kommen natürlich die harten fachlichen Qualifikationskriterien dazu, Mathematik, Physik, da müssen die Noten einfach passen. Da können wir in der betrieblichen Ausbildung nur sehr wenig noch nachholen, wenn das nicht von der Schule her schon kommt. Die Initiative Wirtschaft macht Schule der IHK Karlsruhe bringt eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Die Schüler werden gut auf das Berufsleben vorbereitet und die Unternehmen können den ein oder anderen Schüler als künftigen Mitarbeiter gewinnen.